Ja, hallo, hier ist Krillo. Ich heiße euch willkommen zu Foundation, ein Spiel, das ganz neu auf meinem Kanal ist. Es gibt es seit Ende Januar auch bei Steam, ist jetzt im Early Access. Ich habe es schon ein bisschen länger, schon seit der Alpha. Ich gehörte dazu den, habe an der Kickstarter-Kampagne damals teilgenommen, habe aber nie ein Video dazu gebracht, habe nur so mal ein bisschen für mich gedaddelt, allerdings auch wirklich sehr wenig aus Zeitgründen. Und ja, ich wollte einfach den Moment nutzen, wo es jetzt in der Alpha ist und wo es im Early Access ist und einen neuen Spielstand mit euch beginnen. Gleichgewicht gibt es nur Voreinstellung, Karte, keine Ahnung, wir nehmen einfach mal das Flussbett, ich weiß es nicht. Ich denke, dass alle Karten durchaus spielbar sind und ja, legen wir mal direkt los. Also Foundation ist ein Spiel, da muss ich mich genau sowas mit der Steuerung. Es ist letztendlich ein Aufbauspiel, wo wir uns ein Dorf, Stadt, wie auch immer man das nennen möchte, bauen können. Und es gibt da ein paar Besonderheiten, darauf werden wir nach und nach eingehen. Also zu Beginn, man sieht hier die Karte, wir können hier überall uns umschauen und müssen uns dann ein Fleckchen Erde aussuchen, wo wir anfangen wollen. Ich glaube, dass dieses hier, oder fangen wir hier an? Schwierig. Oder gibt es hier vielleicht auch noch irgendwas? Also man sieht, dass man hier tatsächlich verschiedene Möglichkeiten hat, wo man das Spiel startet. Und hier sind viele Steine, Beeren und auch viel Wald. Ich glaube, wir wählen mal das hier aus. So, jetzt haben wir auch hier direkt unsere Aufgabe. Wir müssen ein Dorfzentrum bauen. Das können wir hier oben rüber machen, wählen das Dorfzentrum aus und müssen uns jetzt quasi den Anfangspunkt unseres Dorfes festlegen, wo dann sowas wie der Marktplatz später entstehen soll. Und das würde ich mal dorthin legen. Ja, hier haben wir schon unsere, das ist aber sehr schnell von der Geschwindigkeit, unsere sehr liebevoll gestalteten Bewohner, Kolonisten, wie auch immer wir sie nennen wollen. Die Vielfalt ist noch durchaus ein bisschen eingeschränkt, das kann man schon so sagen. Aber ich finde, die sind ganz niedlich gemacht und wir haben jetzt hier verschiedene Aufträge. Das erste, was wir bauen sollten und könnten, ist ein Holzfällerlager. Das will ich auch mal gar nicht so nah an den Stadtkern machen, sondern das packen wir mal dorthin. Dann können wir auch ein Steinmetzlager machen. Das packen wir ziemlich hier neben, weil Steine haben wir dort auch. Und eine Sammlerhütte, wo wir Beeren sammeln können. Und wir können die ganzen Gebäude auch drehen. Das machen wir hier mal. Und platzieren das dann dort. So, was außerdem noch wichtig ist, wir werden einen Brunnen brauchen. Den baue ich mal in die Nähe des Marktplatzes nach dort. Ja, was wir eben sehen, es werden nur die Fundamente gebaut und wir müssen jetzt unsere Leute einteilen. Also wir müssen hier jetzt einen Bauarbeiter zuweisen. Das können wir einfach machen, indem wir jemanden auswählen und hier einen Bauarbeiter zuteilen. Da wir ja durchaus schon ein paar Sachen mehr haben, mache ich direkt noch einen zweiten dazu. Und die werden dann jetzt gleich, das sieht man auch schon, die laufen jetzt los und fangen an, unsere Gebäude zu bauen. Gut, in den Gebäuden kann man dann gleich auch die weiteren Berufe festlegen. Eine weitere interessante Sache an diesem Spiel
sind die Entwicklungszonen, die wir malen können. Also wir können verbotenes Land malen, wo dann nichts abgebaut wird oder nichts gebaut wird oder wie auch immer. Und wir können, und das ist in diesem Fall jetzt für uns wichtig, wir können Abbauzonen festlegen. Also hier werden dann Beeren abgebaut. Hier malen wir mal, damit die Steine abgetragen werden. Also man malt im Grunde den Bereich, wo die Bäume und so weiter abgebaut werden. Mit dem Holzfällerlager würde ich mal anfangen und ja, ich glaube durchaus hier den Bereich abholzen. Ist das mal im Grunde, ja, der erste ist. So, wir können jetzt hier sehen, genau, jetzt ist auch das Holzfällerlager fertiggestellt. Das können wir jetzt hier auswählen und dann hier einen Dorfbewohner zuweisen als Holzfäller. Wir könnten auch hingehen und hier jemanden als Holzfäller einteilen. Aber auch so wieder rückgängig machen. Oder wir weisen einfach hier direkt jemanden zu. Das ist jetzt sogar zufällig auch die Helene geworden. Und die läuft dann direkt los und arbeitet als Holzfäller. Der Steinmetzlager ist noch nicht fertig, ne. Die Frage ist, ob uns ein Holzfäller reicht. Wir können direkt am Anfang erstmal einen zweiten dazu nehmen. Wir können das ja noch wieder korrigieren. Man könnte hier unten auch die Geschwindigkeit hochstellen. Wem es gerade mal nicht schnell genug geht. Ich mache das jetzt mal auch für einen Moment, bis unsere Gebäude hier fertig sind. Hier sieht man auch gerade, wie es weiter entsteht. Da bringt Elisabeth jetzt die 5 Werkzeuge, die wir brauchen. Ja, also ich glaube, das ist so quasi der erste Eindruck. So, jetzt ist das nächste fertig. Dann mache ich es jetzt mal wieder langsamer auf die einfache Geschwindigkeit. Also hier können wir jetzt auch 2 Sammler zuweisen. Und auch für den Steinbruch weisen wir mal einen erstmal. Ne, wir nehmen auch 2 Steinmetze. So, jetzt haben wir hier die nächste Aufgabe. Ihr habt einen neuen Auftrag, baue einen Markt und richte ihn ein. Also wenn wir irgendwelche Gebäude bauen wollen, die finden wir hier. Und dann haben wir hier unter Denkmal den Markt. Und die Denkmäler sind im Grunde so, dass man da verschiedene Sachen so zusammensetzen kann, wie man das ganz gerne möchte. Also ich würde jetzt mal mit dem Lebensmittelstand anfangen. Und den dann so drehen. Das ist ein bisschen tricky, muss ich gerade feststellen. So. Und den dann dort zu platzieren. Und ich würde auch ganz gerne schon einen Warenstand bauen. Den wir dann dort platzieren. So, jetzt könnten wir auch noch einen luxuriösen Stand bauen oder ein Zelt darüber oder Fässer könnte man hier noch platzieren. Das mache ich jetzt mal alles nicht, sondern stattdessen lasse ich jetzt mit dem Bau beginnen und dann werden die Sachen hier auch gleich entstehen. Jetzt, dass Steine produziert werden, hier, dass das Holz gefertigt wird. Und was wir vielleicht schon mal auch noch in Auftrag geben können, hier ist
den Bau eines Sägewerks, damit wir nämlich Bretter bekommen. Das würde ich ganz gerne drehen und dann ja durchaus hier in der Nähe des Holzfällerlagers ja aufbauen. Der Brunnen ist auch schon ziemlich weit. Da ist der erste Marktstand. Ja, so sieht man eben schon, wie hier quasi unser Bereich entsteht. Noch mal eben wieder, bis hier Markt und Brunnen fertig sind. Also ist schon sehr liebevoll alles hier gestaltet, das muss man schon sagen. Auch die Tiefenschärfe, wenn man mal ganz hinten sich die Bäume jetzt anschaut, das ist schon, das hat schon was. Und ja, ich habe nicht viele Spiele gesehen, die im Early Access schon in einem so frühen Stadium so gut aussehen. Also das ist, ja, gefällt mir sehr gut. Der Brunnen ist fertiggestellt und jetzt ist auch der Markt fertiggestellt. Sehr schön. Dann schauen wir uns den mal direkt an. Und dann können wir auch hier... Ne, wir können niemanden zuweisen, weil wir gerade niemanden mehr haben, klar. Dann... Ne, die beiden, die Sammler müssen wir lassen. Die Holzfäller auch. Hier können wir. Warum kann ich Karl hier nicht entlassen? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ah, jetzt. Oh, habe ich gleich beide entlassen. So, lassen wir Karl da. Und dann können wir hier am Markt nämlich einen freien Dorfbewohner zuweisen. Und hier können wir dann auswählen, was wir verkaufen. Nämlich Beeren. Die werden dann hoffentlich hier gleich hergebracht und dann können wir die Sachen auch hier verkaufen. Gerade nicht. Ah, okay. Jetzt habe ich's. So, jetzt werden auch Beeren verkauft. Ihr habt einen neuen auf. Gott, oh Gott, was geht denn jetzt los? Dorfbewohner, fehlt es am Platz für Wohngebäude. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt den nächsten Bereich zeichnen. Wir können Wohngebiete zeichnen. Aber bevor wir das machen, haben wir eine Botschaft aus dem Königreich. Das Königreich erkennt ihre Bemühungen bei der Gründung ihrer Siedlung an. Ich bin nur dein bescheidener Diener, ist unsere Auswahlmöglichkeit. Ja. Na dann. So, Wohngebiet. Wohngebiet würde ich dann mal hier anlegen wollen.
fürs Erste zumindest. Und vielleicht entlang dieses Ganges. Und hier, das sieht man jetzt schon, das ist nämlich das Interessante, fangen unsere Bewohner selbstständig an, Wohnhäuser zu bauen, sie ja, zu erweitern und so weiter. Jetzt müssen wir eine Handelsroute freischalten. Um eine Handelsroute freizuschalten, müssen wir ein Lagerhaus haben. Das Lagerhaus würde ich vielleicht mal in nicht so ganz großer Entfernung zum Marktplatz bauen. Vielleicht hier so. Ja. So, jetzt kann man hier auch, das habe ich gerade noch gar nicht, bin ich noch gar nicht so drauf eingegangen. Man kann hier sehen, was man braucht. Also wir brauchen Bretter, wir brauchen Steine dafür. Man könnte hier ein Gebäude priorisieren oder es auch hier pausieren. Jetzt haben wir schon wieder die Meldung, dass es an Platz fehlt für Wohngebäude. Okay. Na gut, so ganz viel Platz haben wir auch nicht zugewiesen. Das ist schon richtig. Vielleicht müssen wir dann doch diesen Wald hier entfernen. Dann können wir hier den Platz erweitern. Was ich glaube, das habe ich auch gerade noch gar nicht gesagt. Man sieht hier wunderbar, dass die Wege ja quasi selbstständig erscheinen, umso häufiger unsere, ja, kleinen, wie nenne ich die denn eigentlich? Ich will sie nicht Duplikanten nennen, weil das sind sie nicht. Das kommt aus einem anderen Spiel. Kolonisten. Ja, eigentlich sind es sowas. Leibeigene. Zufriedenheit ist auch nicht vorhanden, okay. So ganz glücklich sehen die alle nicht aus. Ich mag diese Kamerafahrten hier unglaublich. Da. Ist jemand fleißig am Steine klopfen? Also die Bäume hier werden tatsächlich sehr schnell abgeholzt. Das geht flott. Und der Wald ist dann der nächste. Vielleicht können wir das auch hier schon mal ein wenig verkleinern und den Bereich erweitern. Nee, es scheint nicht geholfen zu haben. Nun gut, so, was fehlt uns denn hier eigentlich für unser Sägewerk? Ein Stein. Na, das sollte doch zu machen sein. Da wird schon einer weggetragen und der kommt auch hier hin. Sehr schön. Zwei neue Dorfbewohner schließen sich eurem Dorf an. Das hört man gerne. Das Sägewerk ist fertig. Dann können wir einen dort auch direkt zuweisen. Hätte ich jetzt gedacht.
Achso, das geht, glaube ich, erst, wenn die da sind. Die kommen von irgendwo angelaufen. Ich weiß gar nicht, wo. Dementsprechend können wir die natürlich auch nicht sofort auswählen. Müssen wir eben warten, bis sie ankommen. Ah, hier könnte man auch direkt jemanden auswählen, okay. So, dann schauen wir uns doch mal das hier an. Da brauchen wir, die Steine werden schon langsam rangeschafft. Die Bretter müssen natürlich erst hier gesägt werden im Sägewerk. Nun gut. Hier entsteht auch schon richtig so ein bisschen Siedlungsflair, ne? Wenn man das hier sieht. Die Anordnung der Hütten. Hier scheint auch gerade jemand zu Hause zu sein. Und entweder wird was gekocht oder die Heizung läuft. Eins von beiden. So. Ach, da kommt was. Sind das unsere neuen Bewohner? Ja, vermutlich. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Hm. Die sind noch nicht ganz da. Wahrscheinlich geht es erst, wenn sie am Dorfzentrum angekommen sind, oder wie sich das nannte. So, jetzt holen sie erstmal Wasser und ja, jetzt können wir auch jemanden zuweisen. Juliette. Es ist bestimmt die junge Dame, genau. Dich haben wir jetzt hier noch in Reserve. Was fehlt uns denn am ehesten? Vielleicht auch einen Träger. Na, wir schauen mal. Behalte ich einfach mal erst in Reserve. Leibeigene Zufriedenheit 78. Okay. Also das hier dürfte jetzt 3 von 5 Steine. Macht aus 2 Hölzern ein Brett, wenn ich das richtig sehe. Brauchen denn eigentlich unsere Wohnhäuser? Ich glaube nur Holz, ne? Ein bisschen verkleinern, weil da das Lagerhaus gebaut wird. Hinten können wir das zumindest noch ein klein wenig vergrößern, wenn der Baum da mal verschwinden würde oder abgeholzt wird, dann könnten wir es noch ein bisschen mehr weit. Ah, jetzt passiert, glaube ich, jetzt genau. Habe ich mir auch noch gar nicht angesehen, wie so ein Baum gefällt hier. Ja, schöner Schwung. Das muss man auch erstmal können. So. Gibt es auch eine? Ne, okay. Es gibt keine Animation für den umfallenden Baum. So, jetzt können wir hier nochmal das Wohngebiet etwas größer. Jetzt ist hier ja bestimmt noch. Ups. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass Rechtsklick hier eine schlechte Idee ist, wenn man am Pinseln ist. Ein Dorfbewohner fehlt es für Wohngebiete, aber hier ist doch eigentlich Platz. Hätte ich jetzt gedacht.
Kann hier das Abbaugebiet verkleinern, vielleicht. Das noch hinderlich, aber ich denke nicht. Na gut, du musst halt noch warten, bis ein bisschen mehr Platz entsteht. Ja, okay, ich würde sagen, das war jetzt so der erste Einblick in Foundation. Ich habe es extra ein bisschen gechillter angehen lassen, um euch ein bisschen was zu zeigen. Also kaum mal hier eine schnellere Geschwindigkeit benutzt. Ja, ich würde mich ein bisschen Feedback von euch freuen. Wie findet ihr das Spiel? Habt ihr Lust auf mehr? Und ja, hat vielleicht sogar der eine oder andere von euch das Spiel auch schon selber gespielt? Würde mich einfach interessieren. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und bye bye.